Ich bin in Litauen aufgewachsen, in einer christlichen Familie. Nach der Schule, als ich schon 18 Jahre alt war, bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich auf jeden Fall hier studieren wollte. Als ich den Päckchen bekommen habe, ich war komplett überrascht. Das war ein Geschenk, der leuchtete so und blinkte so. Das war einfach, als ob der aus einem anderen Welt kam. Wenn ich daran denke, dass ich bald selbst nach Litauen reisen werde und diese Päckchen selbst verteilen werde, ich kann es einfach nicht beschreiben. Jetzt darf ich endlich mal wieder zu Hause sein mit meinem Papa und meiner Mama in dem Haus, das wir vor 6 Jahren selber angefangen haben zu bauen. Von außen ist das Haus schon zwar fertig, aber von drinnen müssen wir noch ganz, ganz viel tun. Wenn ich schon an Verteilung denke, muss ich immer wieder denken daran, was für ein Mädchen bekommt mein Päckchen. Bei der Verteilung gab es richtiges Weihnachtsprogramm. Es wurde getanzt und gesungen und ein richtig lustiger Clown ist überall rumgesprungen. Es gab sogar ein richtiges Puppenspiel und ganz am Ende, Kinder sollten gruppenweise nach vorne gehen und haben deren Päckchen bekommen. Als ich Modesta sah, ihre schönen Sommersprossen und diese kleinen, klugen Augen, ich wusste ganz genau, dass das ist das Mädchen, das Gott mir geschickt hat. Ich bin Valentina und das ist meine Geschichte mit Weihnachten im Schuhkarton.